Viermal Jennifer Lopez La Bamba Spezial. Herrlich, geht's uns gut. Wunderbar, Schulte, ja. All inclusive, die beste Erfindung seit dem Vorruhestand. Nur leider isst mal die mal ein bisschen zu viel, nicht? Ein bisschen? Naja, also ich habe gestern mal einen Fastentag eingelegt, habe mir beim Mitternachtsbuffet nur 3 Kügelchen Eis genommen, gell? Also das kommt bei mir nicht in die Tüte, wa? Also wenn schon all, dann aber in, verstehen Sie? Und zwar inklusive, wa? Ich gehe zum Buffet, solange der Behälter hier mitmacht, wa? Klar, man will den Veranstalter ja auch nichts schenken, gell? Das Gute ist ja, durch diese ständige Animation ist man ja dauernd in Bewegung, verstehen Sie? Also, da kann man ja alles wieder abtrainieren. Oh. Ah, die Morgengymnastik. Oh, herrlich. Wunderbar, Schulte. Geben Sie mal. Señoras y señores, mein Damen und Herren, entraina el músculo para tomar la cerveza. El training für die Muskel, wo man braucht für die Bier zu trinken. Ahora, tienes un vaso con el vaso, levántalo y toma, toma, toma. Nehme die Arme mit die Glas, hebe die Arme und trinke. Nehme die Arme, hebe die Arme, trinke, trinke, trinke. Nehme, hebe, trinke, trinke. Nehme, hebe, trinke, trinke. Alle zusammen. Trinke, trinke, trinke. Applaus. Da kommst du ja vor wie im Trainingslager, gell? Da muss man sofort wieder nachkacken. Also, beim Sport in den Tropen musst du ja ständig den Knorpel spülen. Also. Ja. Wisst ihr, was mich ein bisschen stört? Das ist die Aussprache da von den Animasseuren da. Ach, da müsste man direkt mal einen Beschwerdebrief an die örtlichen Veranstalter schreiben. Ja. Also, die anderen Animateure haben alle massive Schwierigkeiten mit dem deutschen Sprache. Ja. Wisst ihr, was mich auch noch stört? Hä? Es ist verdammt heiß hier, finden Sie nicht? Ich war ja schon nicht bei meiner Reiseleitung, aber denkst du, die machen was dagegen? Nix. Wir waren ja letztes Jahr, waren wir mal auf so einer Insel in, in Malediven, ja? Also, ah, ja. Da war es zwar auch sehr heiß, aber da hatten die im Hotel so Palmwedler angestellt. Was? Palmenwedler, ja. Die sind da hoch auf die Palme, so, haben mit dem Buschwetter so ein Wedel abgehauen und da haben sie unten auf ihren Einsatz gewartet, ja. Ach, ja. Und wenn die jetzt ein bisschen heiß geworden, dann hast du gerufen, Venti, komm mal her, fängle mal ein bisschen frische Luft. Venti! Wir haben die immer Venti genannt, von Ventilator. Ja, aber sonst ist schon herrlich hier. Ja, wunderbare Schote. Also. Wissen Sie, was mich aber noch ein bisschen stört? Na. Es ist die Sandkorn-Konsistenz am Strand. Ja, die ist auf keinen Fall so, wie es im Katalog mal zugesagt war. Der Sand ist viel zu fein. Ja, der bleibt ja überall hängen. Ja. Also, in allen Ritzen und Falten, von denen die eigentlich vorher gewusst hat, dass du da welche hast. Also. Wissen Sie, was mich auch noch stört? Ja. Es sind die vielen Holländer hier. Ja, und die Bayern. Ja, und das wässrige Bier. Und die helle Sonne. Ja, und das harte Klopapier. Ja. Ah! Herrlich, was kommt denn jetzt? Wunderbar, schon. Jetzt kommen wieder diese wunderschönen kubanischen Tanzmäuse. Oh ja. Wenn man die so anguckt, da, diese Kubanerinnen, wie die so tanzen, gell? Das ist schon eine hormonelle Augenweide. Das können unsere Frauen nicht, da, dieses Schütteln da, gell? Bei uns sieht es immer aus so wie gerüttelt. So. Ja, ist wahrscheinlich kulturell, gell? So ist es, ja. Die einen. Ja, die einen können halt besser tanzen. Dafür sind die anderen pünktlicher. Señoras y señores, mein Damen und Herren, bienvenido al curso de baile. Schmerzlich willkommen zu die Tanzkurs. Matasse, marschieren auf die Stelle. Und dos, tres, eins, zwei, drei. Und dos, tres, eins, zwei, drei. Vor und zurück. Eins, zwei, drei. Und dos, tres. Und dos, tres. Und dos, tres.